Hallo und herzlich willkommen zur Meditation. Essentieller Führungsstil. Frauen führen anders. Diese Meditation ist vielleicht etwas ungewöhnlich, denn es geht um ein Thema, was im Moment im Dezember sehr viele intensiv beschäftigt. Das ist das Thema die Weihnachtsfeier. Ich will gar nicht so sehr auf die Umstände eingehen, ob man die Weihnachtsfeier absagt, wegen den Beschränkungen im Moment gerade, ob man sich durchsetzt, ob man es außergewöhnlich gestaltet, online oder in einem besonderen Rahmen. Mir geht es um die Weihnachtsfeier überhaupt. Wenn du als Führungsfrau deine sieben Essenzen kennst und essentiell führen willst, dann ist diese Feier vielleicht eine der essentiellsten Feiern im Jahr überhaupt. Warum? Erinnern wir uns, worum geht es an Weihnachten? Ja, Jesus wird geboren. Ja, das Christentum entsteht. Aber es war schon immer ein Fest der Liebe. Nur Liebe wird so oft falsch verstanden. Liebe ist für viele Geschenke. Geschenke kaufen, Geschenke verpacken, Geschenke geben, ein strahlendes Kinderlächeln, ein dankbares Erwachsenennicken. Es ist der Austausch für viele von Materialien. Habe ich das Richtige gekauft? Habe ich es richtig verstanden? Brauchst du das wirklich? Ach, wie schön, ich habe mich erinnert. Ach, du hast dich erinnert, dass ich diese Uhr mal so schön fand. Ich will gar nicht über die Socken sprechen und die Nachtnegligés. Wir haben vergessen, dass es die Liebe auch anders gibt. Unsere Welt ist so materiell und überlebenstechnisch geworden, dass eine wirkliche Chance, ein Geschenk völlig anders zu gestalten und völlig anders zu geben, gar nicht mehr in unserem Bewusstsein ist. Da du eine Führungsfrau bist, die ihre Einzigartigkeit kennt und vor allen Dingen ihren Beitrag, ist es klar, dass du genau diesen Beitrag als Form der Liebe, denn das ist es, der Beitrag für die Welt, der Beitrag für deine Unternehmer, für deine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für deine Kollegen, für dein Unternehmen. Das ist wahre Liebe. In der Urwunde, in der Überlebensstrategie geht es ums Überleben. Ja, da schaffst du es, dass du in deinem Unternehmen erfolgreich bist, ja. Aber das ist nicht Liebe, das ist Überleben. Das ist ein Riesenunterschied. Liebe entsteht in dem Moment, wo du dich verschenkst. Und nicht nur in Form von Materie, das ist total okay, sondern in Form von Wärme, Verständnis, Nähe, Respekt, Anerkennung, ja,
Wahrnehmung, den anderen sehen. Und genau darum geht es in dieser Meditation. Wie kannst du die Weihnachtsfeier so nutzen, dass deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter, die Personen, die in deinem Leben, in deinem Arbeitsleben so wichtig sind, dass die sich gesehen fühlen, wahrgenommen, ernst genommen fühlen. Ich werde dir hier keine Tipps geben, ob du ein besonderes Ritual durchziehen sollst, ob du ein besonderes Wichteln initiieren könntest. Ich möchte hier die Möglichkeit geben, in den nächsten Minuten einfach mal bei dir zu bleiben und dich zu fragen, gab es jemals eine Weihnachtsfeier, wo du dich gesehen gefühlt hast? Gab es jemals eine Begegnung jenseits aller Geschenke und aller Gänsekeulen, wo du wirklich das Gefühl hattest, ja, in diesem Unternehmen bin ich zu Hause. Hier werde ich wahrgenommen, hier bin ich als Frau wahrhaftig, ernsthaft, hier darf ich so sein. Nimm dir mal die nächsten Sekunden, einfach mal die Zeit und erinnere dich an eine Weihnachtsfeier, in der du dich selbst wahrgenommen, ernst genommen, erkannt gefühlt hast. Und ich spreche nicht nur von Wertschätzung, ich spreche wirklich von dir als Mensch, als Frau, dass du dort in dem Moment wusstest, du bist genau so, wie du bist, richtig. Vielleicht siehst du noch die Bilder vor dir, vielleicht sogar in deinem eigenen Unternehmen oder in einer anderen Firma, einem Konzern. Aber vielleicht siehst du auch, dass du das noch nie erlebt hast. Ja, es ist traurig. Viele verbinden mit dem Geschenk, was sie erhalten, von der Firma, vom Unternehmer, von dem Eigentümer, der Eigentümerin, verbinden damit eine Anerkennung der Person, deiner Person. Aber das ist nur oberflächlich so. Deshalb bitte ich dich, dir in den nächsten Minuten mal vorzustellen, wie du eine Weihnachtsfeier aus dem Herzen heraus, aus der Essenz gestalten könntest. Erinnere dich an deine Einzigartigkeit. Ich bin die. Wie kannst du diese Einzigartigkeit in der Weihnachtsfeier ausdrücken. Und zwar so, dass dein Team, deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter sich gesehen fühlen. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht sprichst du jeden an, vor allem. Vielleicht suchst du bei jeder Person drei Situationen im letzten Jahr, die dich sehr berührt haben, die dir gefallen haben, die du einfach großartig fandest. Stell dir jede Person vor,
in deinem Team? Was hast du erlebt mit dieser Person? Ruf dir die Begegnung, diesen Moment in Erinnerung. Spüre nach, wie du dich fühlst und gefühlt hast. Was hast du in diesem Moment über diese Person gedacht? Warst du stolz? Warst du beeindruckt? Vielleicht hast du es schon gesagt, aber jetzt wiederholst du es nochmal. Vielleicht hast du es noch nie erwähnt, dann wird es jetzt Zeit. Folge den 4 Seiten einer Nachricht. Fakten, Selbstaussage, Ich-Botschaft, Beziehung, wie sehe ich dich, und Appell. Das wollte ich dir schon immer sagen, das war mir wichtig. Vielleicht versuchst du ein Weiter-so zu vermeiden, das ist so typisch, sondern einfach vielleicht, was du in der Zukunft siehst, was sich daraus entwickeln kann. Dann schau in deine Werte. Welche Werte hast du für dich gefunden und lebst sie natürlich auch? Wie kannst du diese Werte in dieser Weihnachtsfeier besonders leben? Gleich ist die Art, wie du sie gestaltest, diese Feier, entspricht deinem Wert von Respekt oder von Leichtigkeit oder von Zuverlässigkeit. Vielleicht richtest du den Ort nach deinen Werten aus. Vielleicht ist die Dekoration, die Art und Weise, wie dein Team sich zusammensetzt, wie dein Team am Tisch sitzt, im Raum verteilt ist, entspricht genau deinen Werten. Vielleicht schlägst du ein Spiel vor, ein Austausch, eine besondere Form der gegenseitigen Anerkennung. Vielleicht hast du die Idee, dass sich eine Person von allen anerkannt wird. Vielleicht machst du eine große Runde, in der jeder sich gesehen fühlt und anerkannt fühlt, indem jeder einfach sagt, an dir schätze ich das. Und nimm dich nicht aus. Es ist auch entscheidend, was man an dir schätzt. Erlaube es dir, dich auch wahrnehmen und respektieren zu lassen. Und dann überlege dir noch, was ist dein Beitrag? Was hast du dir wirklich gesagt, damit was passiert? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Und vielleicht hast du für jeden ein Geschenk, was genau diesem Beitrag für diese Person entspricht. Und vielleicht sagst du dieser Person das auch. Einfach als tiefe Wertschätzung und tiefer Beitrag. Jetzt nimm dir ein paar Sekunden Zeit und male es dir aus. Stell dir die Teammitglieder vor und male die aus und überlege dir die Geschenke, die du hast, aus deinem Beitrag heraus.
Und während ich langsam von 3 auf 1 zähle und vielleicht hast du die Augen geschlossen gehabt, vielleicht warst du ganz wach und ganz mit deiner Umgebung beschäftigt und hast einfach mit deinen Kopfhörern mir zugehört. Vielleicht warst du einfach auch entspannt und hast gelegen oder meditiert in deinem besonderen Sitz. 3. Dann erlaube dir langsam wieder zurückzukommen. Du hast gerade geistig deine Weihnachtsfeier mit den Menschen, die dir nahe sind, in deiner Arbeit gerade kreiert. 2. Dazu gratuliere ich dir, denn die wenigsten fragen sich, wie kann ich meinen Beitrag, meine Liebe für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen. Und glaube mir, das ist ein größeres Geschenk, als du jemals mit irgendeiner Materie alleine geben kannst. 1. Und langsam komm zurück und vielleicht bist du ein Stück weit dankbar, so wie ich, dass es die Möglichkeit gibt, die Materie, das Geschenk, mit der Liebe, mit dem Beitrag zu verbinden. Und du wirst vielleicht erkennen, dass so ein Geschenk man nicht mehr vergessen wird. Wenn ein Geschenk mit Liebe verbunden ist und von Herzen kommt und als Beitrag in die Welt geht, berührt es. Es berührt und es bindet. Und das ist das, genau das, was unserem Leben gerade in dunklen Zeiten so viel Sinn gibt. Ich freue mich, dass du immer wieder meinen Meditationen lauschst und dass du eine Führungsfrau bist, die die Welt verändern will. Denn das ist es, was es jetzt braucht. Menschen, Frauen, Männer, die bereit sind, ihren Beitrag wirklich zu leben und nicht mehr nur an sich denken. Namaste, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du einen Unterschied in der Welt machst. Danke.